Also aktuell, jetzt sind wir in der Mitte der Versammlung angekommen, merke ich, dass meine Anspannung von vor der Synodalversammlung, die doch relativ hoch war, langsam ein bisschen absinkt, weil einfach wichtige Grundsatzentscheidungen jetzt getroffen sind. Also der Orientierungstext ist angenommen, der Grundtext Macht ist angenommen. Das war mir ein wichtiges Anliegen, weil ich auch Mitglied des Forums Macht bin. Und das halt nicht so ganz sicher erschien, ob das jetzt tatsächlich durchgeht oder nicht. Das heißt, diese Anspannung, die ist jetzt schon mal ein bisschen gefallen, aber nichtsdestotrotz stehen natürlich weiterhin auch noch wichtige Themen jetzt auf dem Tableau. Was mich tatsächlich immer wieder begeistert, ist auch in aller Anspannung manchmal die Verbundenheit mit Menschen zu spüren, denen einfach eine Neuorientierung oder nicht eine Neuorientierung, sondern eine Erneuerung eigentlich unserer Kirche wirklich wichtig sind und da halt dann auch wirklich zu merken, obwohl ich es natürlich weiß, aber wirklich auch zu spüren, dass ich eben nicht alleine bin mit diesem Thema und dass es eben doch noch viele Menschen gibt, denen daran eben auch was liegt. Also gerade was Out in Church betrifft, ist es sehr, sehr wichtig, dass jetzt, wenn das Thema Grundordnung auch auf der Tagesordnung steht, da wirklich auch Richtungsentscheidungen fallen. Also weil bisher haben wir die letzte Woche viele Statements von Bischöfen und von Generalvikaren gehört, wo man sich manchmal auch ein bisschen wundern kann, warum es überhaupt die Initiative brauchte, wenn doch niemand Angst haben muss in unserer Kirche. Also das war ja schon ein bisschen schräg auch an mancher Stelle. Und wenn es nicht so wäre, dann bräuchte es ja die Initiative nicht. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass jetzt tatsächlich da auch diesen Worten Taten folgen und wirklich an der Grundordnung gearbeitet wird und die erneuert wird. Und da das einfach rauskommt, dass es ein Loyalitätsverstoß ist, wenn man eben eine möglicherweise gleichgeschlechtliche Ehe oder eine zweite Ehe oder wie auch immer eingeht. Das kann einfach so nicht länger da drin stehen. Also ich habe schon Bedenken, ob alles das, was wir hier bereden und in wahnsinnig vielen Stunden Diskussion ja auch behandeln, da kommen dann eben möglicherweise angenommene Texte raus. Meine Sorge ist ein bisschen, dass es ähnlich läuft wie bei der Würzburger Synode. Da sind auch tolle Texte bei rausgekommen. Da waren auch dann die Abstimmungen am Ende so, dass die Texte standen. Und trotzdem ist vieles davon im Sande verlaufen und eben dann doch nicht aufgenommen worden. Und diese Gefahr besteht natürlich auch für den synodalen Weg. Und das wäre aber tatsächlich, glaube ich, in der aktuellen Situation ein Desaster, wenn es tatsächlich so wäre. Insofern hoffe ich, dass diese Bedenken nicht Realität werden. Nein, und ich glaube, darum geht es auch nicht. Es geht nicht darum, die Kirche zu retten. Es geht darum, ich sag mal, aus den Miesen wieder rauszukommen. Also wir sind eine Kirche, die eine Botschaft hat und diese Botschaft hat keine Chance, solange wir in diesem Minusbereich uns bewegen. Das heißt, es geht nicht darum, die Kirche zu retten, sondern es geht darum, die Botschaft zu retten.